Und da wackeln wir wieder vorm Casino ein wenig rum. Evan, hallo, ich bin der Held der Geschichte. Ja, ist er im Grunde. Ich sammle mal kurz eben, was haben wir da? Ein Kieselstein, damit kann man super tolle Sachen machen. Zum Beispiel ins Casino gehen. Unseren letzten Kieselstein verwetten. Ich darf nicht mal an allem vorbeilaufen. 30 Gulden, hallo? Die lassen hier einfach Gulden rumliegen. Das geht so nicht, das muss ich einsammeln. Wo ist der Typ hin? Ah, da. So, da. Ja, hier, viel Spaß. Kannst beide haben, wenn du willst. Dieser Geruch. Ein luftiges Omelette, bitte sehr. Es ist zwar schon kalt auf der Reise hierhin. Dieses sanft erhitzte, weiche Eigelb, dieser herzhafte Geschmack, das alles übertrifft. Das alles übertrifft. Wer steckt hinter diesem Werk? Ein Geschmacksfeuerwerk in meinem Mund. Und der zu dieser hinterlistfähigen Recke lebt in eurem Königreich? Thanks. Ich habe lange nicht mehr so gut gegessen. Bitte verzeih mir mein unhöfliches Benehmen von vorhin. Seit ich mir meine Arme im Kampf verletzt habe, habe ich jegliche Lebenswillen verloren. Doch durch euer Essen habe ich neue Hoffnung geschöpft. Dafür danke ich euch. Vielen Dank. Können wir dann über unser Problem reden? Yes. Ah, natürlich. Leider bin ich keine Hilfe im aktiven Kampf, aber ich leihe euch mein Wissen, wo ich nur kann. Ihr sagt, ihr wollt es mit den großen Räuberbanden aufnehmen? Wie steht es um eure Kampfkraft? Wir haben jeweils ein Schwert und eine Bogeneinheit. Das reicht vorn und hinten nicht. Na gut, ich bringe euch ein paar Tricks über das Militärwesen bei. Man soll 4 verschiedene Einheiten dabei haben. Mit dieser Strategie hat sich unser Land früher gegen die Rebellen gewehrt. Aha. Wenn man aber nicht die nötigen Einheiten dafür hat, kann diese Strategie nicht angewendet werden. Wie soll es das also gehen? Unterschätzt mal die Stärke der Bewohner Colorados nicht. Hier gibt es viele Leute, die in den Kriegskünsten bewandert sind. Langhaar und Husky zum Beispiel. Sagt ihnen, dass ich euch schicke. Dann werden sie euch sich euch anschließen oder auch nur mit dem Moment. Einen Moment zu zögern. Die beiden haben jeweils gute, ausgebildete Einheiten unter Befehl. Die wären für eure Truppen sicher ein Gewinn. Aber dann, viel Glück, jetzt liegt es an euch. Warten Sie, Herr Doge. Möchten Sie sich nicht in unser Land niederlassen? Sie wären wirklich eine Bereicherung für unser Königreich. Ach, du kommst ja auf Ideen. Aber wenn ich weiterhin so leckere Mahlzeiten vorgesetzt bekomme, warum nicht? Dafür werde ich sorgen. Juhu. Dann können wir den jetzt wahrscheinlich in den Ausbau stecken. Zeit für die Bewerbungsgespräche. Auf Dugis Empfehlung kann man sich ja verlassen. Entschuldigung, aus dem Weg. Ich muss hier raus. Ob die Steuern jetzt wenigstens wieder gesenkt haben? Okay, einer ist hinter uns, weiter oben und einer ist unter uns. Egal, wir gehen mal hier hoch. Hallöle. Sie da, werter Herr, wären Sie vielleicht bereit, uns zu helfen? Hm? Langhaar. Was gibt's? Kommt nicht oft vor, dass ein Jüngling wie du mich Altenkreis anspricht. Verstehe, Doge hat dir also von mir erzählt. Er ist eigentlich gerade der gesprächige Typ. Wie hast du den bloß weich gekocht? Hm. Na, ist ja auch egal. Also, wenn du mich anwerben willst, gibt es eine Bedingung. Du musst 3 Monster besiegen. Guck nicht so, das ist doch keine große Sache. Ich werde hier auf dich warten. Besiege ein paar Monster. Ja, okay, alles klar. Reisepunkt. Und wir teleportieren uns einfach runter. Geht schneller. Hoffentlich. Komm, Ladebildschirm, lass mich nicht hängen. Okay. Drei Monster kriegen wir gleich schnell weggehauen. Warum nur? Wozu? Was für eine Zeitvergeudung. Entschuldigen Sie, werter Herr. Hm? Oh, Entschuldigung. Entschuldigen Sie, werte Frau. Husky? Ich bin Husky. Was willst du? Mein Preis für eine Jagd ist sehr teuer. Du willst mich anwerben? Wow, du weißt wirklich verzweifelt. Du musst wirklich verzweifelt Leute brauchen, wenn du einfach Jäger wie mich für den Militär anwirbst. Was sagst du? Doge hat mich empfohlen? Na gut, ich schulde ihm sowieso noch etwas.
Aber ich habe eine Bitte, die du mir im Gegenzug erfüllen musst. Yes. Ich brauche dringend einen Wecker. Würdest du mir so einen wohl besorgen? Ich zähle auf dich. Übergib den Wecker. Okay. Oh, grasgrüner Zwirn, den brauchen wir auch, glaube ich, für noch eine Nebenquest. Wo kriege ich das denn her? Yeah. Wenn du mir einen Wecker bringst, ziehe ich in den Königreich. Eigentlich lässt ihn. Ach, wir haben einen. Nice. Hm. Du hast mir tatsächlich einen Wecker gebracht. Ich bin dir sehr verbunden. Du weißt gar nicht, wie schwer es mir fällt, morgens aufzuwachen. Jetzt kann ich in deinem Königreich leben, ohne morgens zu verschlafen. Es ist lange her, dass ich mit einer Truppe gekämpft habe. Ein Grund mehr, pünktlich zu sein. Ruf mich, wenn ich an der Front gebraucht werde. Beute, die mir vor die Flinte läuft, entkommt mir nicht mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann wollen wir mal 5 Mamster noch killen. Und da ich eh schon hier unten bin, glaube ich, ich muss nicht mehr weit laufen, kann ich auch hier eben kurz rauslaufen und noch eben kurz einen korallenroten Zwirn mitnehmen und andere Dinge, die wir so finden. Seht ihr hier zum Beispiel? Ein Knäuel Kupferwolle. Oder hier. Kieselsteine. Ich liebe Kieselsteine. Schade, ich dachte, hier unten wäre noch einer mit einer Nebenquest, den wir hätten noch irgendwie anwerben können. Egal, raus, raus. Mamster, das ist ein Lava. Da unten ist einer. Oder vielleicht haben wir Glück und da sind mehrere in einem drin direkt. Hallo, hallo, würden Sie bitte herkommen? Ja, ja, einmal herkommen. Lächerlich, die Aufgabe irgendwie. Grab dies. Okay, das ist wie viele? Einer. Egal. Können wir hier runter, bitte? Ah, das sind... Ach, da lebt ja noch einer. Pikapi! Die Pilzköppe. Einer noch, da unten. Naturbelassenes Tuch. Naturbelassene Tampons aus Cherokee-Haaren. Careful, everyone. Peak. Oh, da hatte noch ein Lüftchen fahren lassen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Diddle-dip-dip-dip. Und damit ist der Auftrag abgeschlossen. Zack. Der Wuffelplatz. Ich werde mal vors Casino gehen. Ich glaube, wenn ich von dort aus können wir hochlaufen und die eine Quest noch abgeben. Bei den tapferen Schneiderleuten, die da rumstehen. Irgendwo hier war das doch. Waren das die hier? Yes. Ach du, hinreißen die Knarrung Persönlichkeit. Okay, du vielleicht? Nein, das waren sie nicht. Alles klar. Ach, das war sogar richtig vom Casino. Hä? Du hast meine Bedingungen erfüllt. Weißt du, ich wollte nicht, dass du mir damit deine Stärke beweist, sondern deine Entschlossenheit. Also gut, wie versprochen, werde ich in dein neues Königreich übersiedeln. Ich will mich auch noch ein bisschen einmal offiziell vorstellen. Let me show you what I can do. Sitzen? Ich heiße Langhaar. Ich sehe vielleicht alt aus, aber dieser Hund hier ist noch hat noch einige Tricks auf Lager. Sehr schön, sehr schön. Mitkommen. Yeah. Da gehen wir so immer und holen genaue Informationen ein. Bla bla bla. Ja, holen wir, aber. Ich suche mal kurz die lustige. Pudel. Toll, Pudel. Anhänger von Pudel. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen Yorkshire oder sowas in der Art. Ein Knäuel Kupferwolle.
Weg da. Weg da. Ich laufe gerade runter, weil wir haben noch irgendwo diese Nebenquest mit der Abgabe des Wollknäuel-Gedönsel. Deswegen laufen wir kurz eben mal hier runter. War das hier? Ich warte hier schon lange, hier so lange, bis du mir meinen grasgrünen Zwirn bringst. Oh ja, hier, viel Spaß damit. Oh, das ist er. Du hast ihn tatsächlich gebracht? Natürlich. Und willst du nun mit in mein Land kommen? Nichts lieber als das. Dieser Zwirn ist das Band, das uns miteinander verbindet. Auf eine lange Zusammenarbeit. Vielen Dank, Evan. Herzchen. Wow, sie können Emojis spammen. Schattiger Mönch zum Hang. Okay. Chihuahua ist... naja, okay, alles klar, passt. Hier ist noch jemand. Hi. Du bist doch der König vom Land. Von dem Land, in das mein Opa ausgewandert ist. Geht es ihm gut? Oh. Opa? Ach ja, sorry, mein Opa heißt Langhaar. Ich habe ihn gerade erst mitgenommen. Oh, du bist Langhaars Enkel. Well, no. Bist du denn auch so bewandert wie er in der Kunst des Krieges, wie dein Großvater? Wir haben ihn noch nicht mit in Aktion gesehen. Nee, ich habe weder sein Talent noch die Kühnheit von ihm geerbt. Ich war mal in der Armee, aber ich mag keine Kriege und bin getürmt. Mein Opa war total sauer. Er sagte, ich könnte nicht einfach so den Schwanz einziehen und abhauen. Ich erinnere mich nur ungern daran. Ich habe dann bei einem Rüstungsmacher angefangen zu lernen, aber mein Opa hielt natürlich nicht viel davon. Also wenn du mich fragst, hast du dir eine wichtige Aufgabe ausgesucht. Schließlich kann die richtige Rüstung über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ganz richtig, und mein Opa weiß das auch, aber er war wohl sehr enttäuscht, dass ich kein Kämpfer geworden bin. Ehrlich gesagt war ich erleichtert, als mein Opa fortgegangen ist. Es ist wohl besser, wenn wir uns nicht mehr unter die Nase kommen. Und doch will ich, dass er mich akzeptiert. Ich will, dass er weiß, dass ich meine Arbeit mit Stolz erfülle. Verstehe, wie wäre es dann, wenn du mit uns ins Königreich kommst? Wir könnten einen fähigen Rüstungsschmied gut gebrauchen. Wirklich gerne. Allerdings sind meine Werkzeuge beschädigt und ich benötige 3 Brocken Silbererz für die Reparatur. Na, wenn es weiter nichts ist. Yeah. 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 Oh, haben wir nicht. Alles klar. Wo kriege ich das her? Das ist die bessere Frage. Moment. Ne, falscher Knopf. Einmal nach des Wissens. Bessere Monster. Statistiken. Genovis. Hilfe. Nein. Tagebuch. Besorge ein paar Brocken Silberklumpen. So, wo war das denn? Irgendwo stand doch, woher man die bekommen sollte. Schwarzes Brett, Archiv an aus, Infos. Oh, besorgen von Makronesien, unendliche Tiefen, Bergarbeiterstation 1. Naja, okay. Dann lassen wir das mal so. Oh, wir müssen hier in die Bücherei, richtig? Na, sieh mal an, deine Truppen sind ja um einiges gewachsen. Damit sollten die Räuber keine Probleme mehr für euch sein. Ja, Doggy hat uns wirklich sehr geholfen. Doggy. Freut mich, das zu hören. Also noch einmal. Geht und zeigt der Räuberbande, wo der Hammer hängt. Sie haben ihre Basis scheinbar in der Nähe der Lichtungsstade. Oder Lichterstade. Ich vermute, dass mein Lammestein auch dort ist. Den will ich auf jeden Fall zurückhaben, egal wie. Ich warte hier auf euch, mein Liebsten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Nur noch diese Gefallen und der Ausweis ist unser. Das kriegen wir hin, Evan. Okay, brechen wir auf. Erstmal zurück nach Minneapolis. So, da wären wir zurück. Jetzt können wir hier mal richtig aufräumen. Juhu, nochmal 1000. Hey. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, auch gar nicht mal so schlecht. Talente, Einrichtungen. Okay, noch mehr Talente bekommen. Passt ja alles. Forschung. Wie sieht die Forschung aus? Irgendwas abgeschlossen?
Ich werde mal hier im Modus Königreich ausbauen. Noch nicht fertig. Noch nicht fertig. Auch noch nicht fertig. So, mal schauen. Wen haben wir hier? Noch bisher keiner geeignet. Wir haben 4 neue Talente. Pfadfinderhütte. Moment, mal gucken. Ach, Pia hat auch da eine Eignung für. Aber er ist aktuell... Ja, wo ist er überhaupt? Ach, Arbeitsplatz Waffenwerkstatt. Okay, dann lassen wir ihn mal in der Waffenwerkstatt erstmal. Shanti hat eine Eignung dafür. So, das hier ist was? Die Kaserne. Natürlich müssen wir hier jetzt wem zu eignen. Ne? Dogie und Langhaar wahrscheinlich. Super Eignung. Forschen wir mal. Forschungsbedingungen sind nicht... Alter, ist das teuer. Talent zuweisen. Und wie schaut's hier aus? Oh, Husky hat dafür ein Talent. Jägerin. Ah. Chihuahua, wen haben wir denn jetzt da noch offen? Die hat Expertise irgendwas mit Schmiede, ne? Oder was ist ein der? Moment, Waffenwerkstatt. So, Talent zuweisen. Nein, dann Rüstungsschmiede. Na also. Alles fügt sich zusammen. Rüstung brauchen wir dringend mal neue. Zack. Achso, habe ich jetzt noch unverbrauchte Talente? Irgendwie? Nö, alle sind irgendwo drin. Läuft. So, Ausstattung herstellen. Mal gucken. Wir können einen Umhang basteln. Eine Lederrüstung. Die ist ja voll toll. Richtig Knorke. Im Besitz 4 Stück schon. Ah, stimmt. Moment. Da muss ich ja auch dringend dann hier... Materiallager. Königreich ausbauen. Erstmal aus... bla. Ach, der forscht schon? Die forscht schon die das RCS forscht. Investiere Geld aus der Königskasse. Ach so, krass, 10%. Oha, das ist echt teuer. Wie schaut's hier aus? Ich lasse einfach die Konsole das nächste Mal an. Okay, jedenfalls läuft das hier alles erstmal so weiter. Moment, hatten wir nicht eine Schneiderin hier hin? Schneiderei Kastanie. Talent zu weisen. Hä? Schneiderin, warum? Wo ist die? Atelier, Arbeitsplatz, Atelier. Ach, das ist eine Schreinerei. Entschuldigung. 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 Entschuldigung, das war nicht so geplant. Meterlabor. Bazaar. Dosenfischmarkt. Pennysmarkt. Bla 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 bla. Wo ist denn das Atelier? Hä? Bin ich jetzt blind? Ach so, den Typen haben wir ja noch gar nicht. Wir haben ja nur sie hier in der... Ach so, deswegen gibt es doch nur erstmal so Rüstungsauswahl. Okay, okay, okay. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So... Das Tagebuch. So, wurde im Schwarzbrett notiert. Okay, dringend Räuberbande zurück. Das. Schauen wir mal, wohin wir müssen.
haben wir mittlerweile eine größere Gruppenstärke? Keine Ahnung. Ich gehe mal kurz hier eben einen kurzen Test machen. Gruppenstärke. Ja, Truppenlevel 3 könnten wir jetzt locker schaffen. Ich guck mal. Du kannst die Einsätze jetzt als Herausforderung spielen. Jetzt, da sich Napolis langsam zu einem richtigen Land entwickelt, kannst du während der Einsatzbesprechung Vorbereitung für den Einsatz vornehmen. Verbrauche Kronen, um Parameter wie Einsatzmittel und LP zu erhöhen und sie mit Vorteile bla bla bla. Okay, darüber hinaus kannst du eingeschlossene Einsatzherausforderungen erneut aufnehmen. Ach krass, hier kann ich jetzt auch noch rein investieren. Ach, da unten sehe ich meine Kronen. Teuer. Alles teuer. Ja, sollte eigentlich möglich sein, dass wir das schaffen trotzdem. Tja. Ah, krass, okay. Herausforderung, nein, alles klar, passt schon. Beginnen wir mal den Einsatz. Menschen, wir müssen kämpfen. Bitz die fetsche... Okay, hatten wir den nicht schon mal besiegt? Boah, es himmelt so von Schinkillas. Okay, die habe ich schon mal besiegt. Es tut mir leid, dann hoffe ich jetzt, dass das jetzt etwas einfacher sein wird. Ach ja, so war das. War grün jetzt gegen rot? Ich muss mir die Reihenfolge nochmal merken. Ah, da ist er doch. Oh, das waren wohl alle. Nee, da kommen jetzt noch eine Truppe. Jetzt bin ich dran. Die lustige Koala-Nasenbär. Ja, ich hau euch klein. Dann mach mal. So, kann ich irgendwo hier nochmal... Karte einsehen. Nee, wirklich einen Hinweis darüber nochmal. Wie, in welcher Reihenfolge habe ich gerade doch nicht. So, okay, wir haben hier die komischen Torpedobomber. Wir können auch X drücken, keine Ahnung. Ach, nice. Okay. Unsere Einsatzmittel sind auf jeden Fall leer. Okay. Ja, endlich geschafft. Diese haben wir es aber. So, jetzt gucken wir nochmal, ob die Level aufsteigen. Bäm, bäm.
Nee, die sind halt noch recht schwach, muss ich ja sagen. Tja, habe ich jetzt nicht gesehen, ob die Level aufsteigen. Sehe ich das hier unten irgendwo? Kampf-Equalizer. Truppen war das, ne? Okay, sind sie gerade gestiegen? Ich habe keine Ahnung, wir lassen das einfach mal. So wird schon gehen. So, ein Blatt Flatter. Was haben wir? Ach, wir können es nochmal machen, aber das will ich ja jetzt an der Stelle nicht nochmal machen müssen. Oh, wir müssen da unten wieder hin. Wie hätte es anders sein sollen? Zack,